Aha. Herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV. Es ist eine weitere Folge aus den 50er Jahren. Und zwar, also diesmal ist es eigentlich ganz arg. Das ist von der internationalen Fachzeitschrift Motorrad, die in Wien beheimatet war, vom 27. Juni 1953. Und ich bin ein echter Fan von diesen Hefteln, aber da ist jetzt auch so ein Ratgeber, ein kleiner Camping-Ratgeber drinnen. Da hat es mir eigentlich die Bock ausgezogen, wie man so sagt. Und alle, die gibt ja genug, die sagen, na, diese Emanzipation, das ist das Letzte, das ist ja ein Wahnsinn, das ist ja komplett unnötig und bla bla bla. Nur, wenn man das liest, also wie gesagt, ich finde diese Typen, die dieses Heftel geschrieben haben, wirklich super und eigentlich bin immer begeistert. Ganz selten lese ich irgendwas, wo man denkt, na, habe der, das ist ein bisschen wild, so von jetzt von der Einstellung her. Aber dieser Brief, der kleine Campingratgeber, den noch dazu angeblich deine Anita schreibt, und ich bin mir ganz sicher, dass es ein Typ geschrieben hat und halt dann drunter geschrieben hat, deine Anita, quasi ein Ratgeber von Frau zu Frau, den hundertprozentiger Typ geschrieben hat, das gibt es nicht anders. Das ist wirklich eigentlich ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Und es ist aber, ja, 1955 ein echtes Gesellschaftsbild. Und das lese ich euch vor. Für die Sozia ein kleiner Campingratgeber. Das ist leider so eine Seite, wo es halt eine echte Bleibüste ist. Also das wird euch nicht viel helfen, aber vielleicht seht ihr das, die kleine Zeichnung für die Sozia. Also das ist für die Sozia geschrieben. Also, dein Brief mit deinen Klagen hat mich recht nachdenklich gestimmt. Wie kann man denn nur so schnell die Flinte ins Korn werfen? Du jammerst, dass dein Herr und Gebieter, Manns, unpackbar, da hat es mich schon. Also es hat sicher nicht die Anita geschrieben, sondern irgendeiner von den Typen, das gibt es nicht anders. Ja, wurscht. Du jammerst, dass dein Herr und Gebieter wie verrückt ist nach Camping, Romantik, Ungebundenheit. Kannst du es ihm verdenken? Nach einem Jahr Arbeit mit aller Zeiteinteilung und der üblichen Tretmühle? Warum bist du so verzweifelt und unglücklich, weil nicht alles gleich wie am Schnürchen klappt? Ich weiß, wie schwer es fällt nach anstrengender Tour, auch wenn du nur am Rücksitz stundenlang geschaukelt worden bist, noch den Schwung aufzubringen, um das Zelt aufzustellen, Luftmatratzen aufzupumpen, einzuräumen, Kocher in Betrieb zu setzen und noch das Essen gut und nett zuzubereiten und vorzusetzen. Beide habt ihr auch noch wenig Übung, aber alles lässt sich lernen. Liebste Sozia, du bist doch sonst ein liebes, gutes und williges Kind. Warum entwickelst du dich ausgerechnet im Urlaub und beim Campieren zur wienerischen Bissgurn? es ist unpackbar. Ich habe es müssen dreimal lesen, weil ich es echt nicht geglaubt habe. Aber ja, also, liebste Sozia, du bist doch sonst ein liebes, gutes und williges Kind. Warum entwickelst du dich ausgerechnet im Urlaub und beim Campieren zur wienerischen Bissgurn? Wenn dein Liebster findet, dass du, statt heiter anzupacken, dauernd keppelst, wird auch ihm Freude und Frohsinn genommen. Dabei ist alles so einfach, wenn du ein bisschen auf meinen Rat hörst. Die Auswahl des Zeltplatzes fällt meist weg, da am besten auf einem der vielen Campingplätze, besonders in Italien, gezeltelt wird. Damit ist auch die Wasserfrage gelöst. Sollte kein geeigneter Campingplatz erreicht, also wild gezeltelt werden,
überlasse die Wahl des Platzes ruhig deinem Gefährten, denn er weiß es auf alle Fälle besser und der schönste von dir gewählte und gewünschte Platz ist unmöglich. Geht es ans Zeltbauen, dann entwickle alle deine hausfraulichen Fähigkeiten. Zuerst aber schlüpfe aus den Kleidern und in den Trainingsanzug hinein. Jetzt kannst du dich rühren. Der Boden in der ungefähren Zeltgröße wird rasch von den größten Steinen, Ästen oder Buckeln gesäubert, damit der Zeltboden, die Luftmatratzen oder, falls keine vorhanden, damit Hüfte und die Kehrseite nicht allzu leiden. Nun werden die Zeltpflöcke auf eine Unterlage geschüttet, damit sich keiner in das Gras oder im Sand verirrt, und gleichzeitig spannt ihr nun den Zeltboden aus und befestigt ihn. Ist der Boden fest, schlüpft einer, wegen der Frisur meistens er, in die Hülle und stellt den rückwärtigen und vorderen Spannstock auf. Nun ist es gleich geschafft, wenn beide gleichzeitig bei geschlossenem Eingangsteil das Zeltdach ausspannen und verankern. Du schreibst mir zwar nicht, welche Zelttype ihr besitzt, ich nehme aber an, dass ihr als Motorsportler ein kleines Hauszelt mit euch führt, denn für ein kompliziertes habt ihr ja auf einer Maschine keinen Platz. Während einer von euch die Luftmatratzen aufpumpt, richtet der andere Schlafsäcke oder Decken, Wasch- und Rasierzeug, Taschenlampe und so weiter, stellt kurzum alle Dinge bereit, welche in Griffweite sein sollen. Nicht vergessen, den Kocher, Geschirr und die Zutaten fürs Abendessen auszupacken. Das Menü hast du ja schon im Kopf. Frage also nicht erst stundenlang, was soll ich denn kochen? Das restliche Gepäck wird entweder in der Apsis oder dort verstaut, wo es den kleinen Raum nicht allzu sehr beengt. Wenn jeder von euch täglich die gleichen Handgriffe macht, kann das Zelt in 20 Minuten fix und fertig stehen. Dann wird der Staub vom Tag von der Haut gewaschen, der Kocher in Betrieb gesetzt, gekocht. Du weißt ja, so wie ich dir schon geschrieben habe, schnell, viel und gut. Geschirr gewaschen und vorbereitet zum Frühstück. Das macht natürlich er, falls du noch eine Kleinigkeit zu waschen hättest, das über Nacht an der Zeltschnur trocknen kann, damit du am Morgen wieder sauber und adrett aussiehst. Und nun kommt das Schönste. Siesta oder noch besser, ein kleiner Spaziergang. Auf bewachten Campingplätzen kann ruhig das Zelt alleine bleiben, damit man weiß, dass man die Beine nicht nur zum Schalten oder als Zierde für den Fußraster hat. Außerdem ist die Stille nach dem stundenlangen Motorenlärm für die Nerven Balsam und ein Plauderstündchen in Ruhe zwecks Austausch der Tagenserlebnisse schön. Wo wäre sonst die Romantik des Zeltelns, wenn nur dahingerast wird, ohne beruhigenden Übergang und Ausgleich. Ich hoffe, du siehst nunmehr ein, dass dein Unglücklichsein gar nicht nötig war, dass du deinen Liebsten mit ein bisschen gutem Willen eine heitere, gute Kameradin bleiben kannst. Sei nicht verzagt, wenn es einmal schief geht. Geteiltes Leid ist halbes Leid, dafür zählt dann die Freude doppelt. Lasse deinen Kopf nicht hängen und dir die Laune nicht verderben, wenn es einmal wie mit Kannen gießen sollte. Auch der gröbste Regen geht, so wie alles im Leben, vorüber. Nachdem du ja meinen Rat zufolge immer diverse Konserven mitführst, wird eben im Zelt gewärmt und gegessen, und wenn der Magen zu seinem Recht gekommen ist, schaut auch die Welt freundlicher aus. Allerdings, es ist kein Spaß, ein nasses Zelt einzupacken. Wenn möglich, soll es erst getrocknet sein, da der Stoff sonst buckig ist und zu viel Platz einnimmt. War es wieder zu Unordnung und leisen
oder lauteren Flüchen führt. Und hält der Regen länger an, dann musst du halt die Nerven behalten und deinen Gefährten davon überzeugen, dass Regentage etwas Wunderschönes sind und zur Erholung und Beruhigung wie geschaffen. Vielleicht schreibe ich dir nächstens ein paar besondere nette Campingplätze für eure Tour, damit du es noch bequemer und einfacher hast. Bis dahin wünsche ich dir viel Sonne und gute Laune. Deine Anita. Ich meine, es ist unpackbar. Das ist so arg, dass ich mir bis jetzt nicht ganz sicher bin, ob das nicht 1953 schon Persiflage war. Aber ich fürchte, das war einfach damals die Wahrheit. Und wie gesagt, jeder, der sich über die Emanzipation aufregt, na, bitte liest den Artikel. Und wenn dir dieses Frauenbild gefällt, dann habe ich deren. Wahnsinn. Also ich bin wirklich froh, dass ich da was geändert hat. Und ich meine, die Frauen, die ich kenne, wenn irgendeiner, der so einen Campingratgeber geben würde, habe ich deren. Der würde ausschauen. Danke für die Aufmerksamkeit.